Hallo Leute und herzlich willkommen bei einem weiteren Video von mir. Ja, in diesem Video werde ich euch die Seltenheitsstufen der Yu-Gi-Oh! Karten beschreiben und wie jeder, der das bis jetzt gemacht hat, fange ich mit der Common an. Und zwar habe ich mir da den Geschützturmkrieger ausgesucht. Und kontrollieren wir den jetzt mal von oben nach unten, wie immer. So, also beim Effekt fällt uns nichts Besonderes auf. Da ist nichts silbern, beim Bild auch nichts, da ist auch nichts silbern oder funkelt und bei der Schrift auch nicht. Das heißt, die Common-Karte ist überhaupt nicht glitzernd, hat kein holographisches Bild, hat keine goldene oder silberne Schrift. Sie ist einfach ganz normal, ohne Silbern. Das war die Common. Jetzt kommen wir zu der nächsthöheren Stufe und zwar zu der Rare-Karte. Da habe ich mir jetzt den Mephist Infernalischer General ausgesucht und schauen wir uns den jetzt mal an. Beim Effekt fällt uns wieder nichts Besonderes auf, beim Bild auch nichts, hier ist auch kein holographisches Bild zu sehen und wenn wir jetzt aber hochgehen, merken wir, dass die Schrift, also der Kartenname, golden oder in diesem Falle silbern ist. Das heißt, bei der Rare-Karte ist der Kartenname silbern. Ja, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ihr es gut erklärt gefunden habt. Und ja, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, wir sehen uns auch bei der Super Rare und bei der normalen Ultra Rare. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.